Nach der Entlassung von Jason O'Leary ist er jetzt Chef. Brad Teppert links im Bild, hier im Zusammenspiel mit Christian Hommel, sportlicher Leiter bei den Roosters. Und die mussten bei der DEG antreten, in der Saison schon zweimal verloren haben sie gegen die Roten. Aber die Iserlohn Roosters in Weiß mit der ersten Möglichkeit. Hane lässt hier die Scheibe nach vorne prallen und dann ist sie drin. Joe Whitney schaut aber ein bisschen verdutzt da rein, denn nicht regelkonform bringt er diese kleine Hartgummischeibe in das Tor. Aktive Kickbewegung, also kein Tor. Dann die siebte Spielminute und Düsseldorf mit einer Möglichkeit. Herr Jennecke im Tor der Roosters mit der Parade. Dann Barzer nach innen und dann kommt Flake. Einmal, zweimal, aber Jennecke, der Hamburger, der auch schon zwei Jährchen in Iserlohn, hütet ein Tor. Weiter die Null steht, sehr zum Ärger von Düsseldorfs Coach Harold Kreis. Und dann hinein ins zweite Drittel. Und das sind wilde 13 Minuten, die sich da entwickeln. Überzahlspiel für die DEG. Und da kommt der Alex Barter. Was für ein Hammer. 1:0 bei Überzahlspiel. Das 10. Saisontor von Alex Barter. Nochmal tolle Ablage. Und dann hinein ins Glück. Keine Chance von Jennecke. Über die Schulter weg. Oben rein. 2 Minuten später kommt hier Ryan O'Connor ins Spiel und der Verteidiger hält einfach mal auf das Tor. Kaum zu erkennen. Dazu nutzen wir eben für Sie daheim die Wiederholung. Und es ist vor allem Grenier, der das klasse macht. Hier macht er den Weg frei. Und Hane sieht es sehr spät. Die Scheibe, 31. Minute. Iserlohn jetzt oben auf Grenier. Weiß, dass sich da gleich einer in der Mitte orientieren wird. Es ist Bailey. Tolles Tor von ihm. Casey Bailey mit dem 2:1. Der Führung. Nochmal der Move von Grenier. Dann hinein in die Mitte. Und da ist der Bailey mit der Führung. Hane erneut geschlagen. Und weiter ging's in eine Richtung. Iserlohn spielte richtig gut hier. Im ISS-Dom. Zwar nicht so viele Chancen, aber wenn sie kamen, dann machten sie auch rein. Alexandre Grenier. Zwei Vorlagen bis dahin. Und dann sein 4. Saisontor. Erst trifft er den Pfosten. Und dann den Rücken von Hane. 3:1 Iserlohn. Die Antwort 2 Minuten später. Der Düsseldorfer G. Daniel Fischbuch läuft da durch. Einmal, zweimal. Hier kommt er noch vorbei. Dann kommt die Scheibe wieder zurück. Und schon ist Kamera da. Auch der macht sein 4. Saisontor. Aber tolle Vorarbeit von Daniel Fischbuch, dem Topscorer der Düsseldorfer G. Verlädt er 3 Iserlohner. Dann der Blick zurück in die Mitte und da ist Kamera. Die 100. Vorlage von Fischbuch markiert das 2:3 durch Kamera. Brad Teppert, aber Jungs, alles okay. Weiter geht's. Es ist ja noch ein Drittel Überzahl für die Düsseldorfer EG und gleich kommt die Scheibe rüber zu Barter und Jennecke wieder im Blickpunkt des Geschehens. Nochmal hier, trudelt die Scheibe übers Tor. Glück für die Rooster. 60. Minute, empty net. Düsseldorf setzt alles auf eine Karte. Die letzte Chance, aber auch die vergeben sie. Iserlohn gewinnt mit 3:2. Was so ein Trainerwechsel dann doch bewirken kann. Ich glaube nicht, dass unser alter Trainer alles falsch gemacht hat. Ich glaube, das wäre zu einfach, das jetzt auch so zu sagen. Ja, sicherlich ist es so, wenn ein neuer Trainer da ist, dass er noch irgendwie nochmal die Sinne bei allen nochmal neu schärft. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir probiert haben, ein bisschen ein anderes System heute zu spielen mit sehr, sehr großer Intensität und wollten noch mehr ins Vorcheck reingehen. Und ich hoffe, dass man es auch gesehen hat. Im zweiten Drittel haben wir einfach geschlafen und haben dann nur im zweiten Drittel letzten 3 Minuten wieder unser Spiel gemacht und auch ein Tor geschossen. Aber gegen so einen Gegner dürfen wir einfach nicht so viele Chancen geben, dass sie führen. Dann ist es einfach schwierig zurückzukommen. Henry hat uns gut im Spiel gehalten, aber wir haben einfach nicht über die 60 Minuten das Spiel durchgezogen. Wir haben da zu spät angefangen. Düsseldorf verliert also das dritte Aufeinandertreffen gegen die Roosters. Für Brad Teppert hingegen ist das Spiel ein Gewinn. Chefcoach und gleich ein Sieg. Was will man mehr? Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.